Eigentlich soll er der Star des Abends sein. Til Schweiger ist aufgrund seiner Hauptrolle in Manta Manta 2. Teil natürlich die Hauptattraktion auf dem roten Teppich bei der Filmpremiere in Köln. Wäre da nicht Tochter Luna, die dem Schauspieler ganz galant die Show stiehlt. Und zwar in einem Outfit, das es in sich hat. Denn die 26-Jährige überlässt in ihrem samtig-schwarzen Jumpsuit nichts der Fantasie. Ihr XXL-Ausschnitt sticht sofort ins Auge und der schwarze Stoff schimmert ebenso wie ihre langen blonden Haare und die großen Glitzerohrringe. Luna hat sich in Manta Manta eine kleine Rolle ergattert, sodass sie ganz in Schweigermanier wieder einmal an der Seite ihres Vaters spielt. Der lächelt es auf dem roten Teppich einfach munter weg, dass Tochter Luna ihn so mühelos in den Schatten stellt. Als kleine Wiedergutmachung gibt's ein Bussi auf Papas Wange. Wie soll Till denn da noch sauer sein? Hinzu kommt, dass der Keinohasenstar an diesem Abend gleich doppelte Frauenunterstützung hat. Schauspielkollegin Tina Ruland im roten Lederdress zu seiner Linken, Tochter Luna zu seiner Rechten, lässt er sich zufrieden ablichten. Mit Tina stand der 59-Jährige bereits 1991 für Teil 1 von Manta Manta vor der Kamera. Im Interview mit Spot on News gibt sie kürzlich zu, dass Till heute noch genauso gut küsst wie früher. Bei so einem Kompliment kann man sich doch guten Herzens von den Damen die Show stehlen lassen.